In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. So, ihr Lieben, heute ist der nächste Tag und mir geht's einigermaßen nicht so gut. Volles Deutsch. Unsere Wohnung ist arschkalt, unsere Heizung funktioniert immer noch nicht. Der Hausmeister hat uns gestern versprochen, dass es ab gestern funktionieren sollte, gestern Abend, aber es ist so kalt, ey. Also ich bin froh, dass Lia noch nicht da ist, ehrlich. Also sie müsste dann in Jacke rumlaufen. Lina läuft auch mit meiner damaligen Kinderjacke rum, also. Und ihr wisst, ne, seit dem 1. ist Heizungspflicht. Moment. So, sorry, Leute. Ja, ich bin ja momentan voll beschäftigt mit Lias Sachen. Und ich bin gerade ein Paket am Beschriften hoch. Weil es müssen ein paar Pakete raus. Ich habe jetzt meine Sachen alle verkauft, die ich nicht mehr brauche. Sprich, irgendwelche Jacken, die ich nur einmal anhatte oder sonst was. Ja, auch dann geht es viel besser. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Ich hoffe, der wird nicht krank. Wenn Order krank wird, dann dauert das 2 Wochen, bis er wieder gesund ist und fit ist. Also wenn der krank wird, dann richtig. Und da ist bei dem auch nichts gespielt, wie manche Männer das immer so tun. Ich muss auch eine Einkaufsliste machen. Wir müssen noch einkaufen gehen. Es regnet. Dann habe ich Nias Spucktücher und Plätzchen gewaschen. Vielleicht kennen die Marke einige von euch. Ich kannte die Marke vorher nicht. Und zwar Jackie Chumpers heißt das, glaube ich. Leute, ihr wolltet ja ein Erstausstattungsvideo haben, also einige von euch. Und ich habe gesagt, ich drehe jetzt kein extra Erstausstattungsvideo, aber ich kann euch halt das zeigen, was ich kaufe, bestelle oder bekomme. Ja, das, was ich heute bekommen habe, habe ich vorher noch nie irgendwo gesehen. Und ich muss ehrlich sagen, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Hätte ich das bei Dina gewusst, hätte ich das bei Dina bestellt. Ehrlich. Schaut mal jetzt. Also, das ist so ein Schnuffeltuch. Ihr seht, da ist so ein Plastik dran. Also nicht Plastik. Was ist das für ein... Hier. Schmusedecke, Beißring, Teddy. Von Geburt an geeignet. Kaubar, beruhigend, stimulierend, befestigt, waschbar und sicher. Enthält keine BPA oder Panther. Kann am Baby, am Autositz, am Kinderbett, am Kinderwagen oder am Schnuller befestigt werden. Bitte entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial, bevor Sie es Ihrem Kind aushändigen. Und zwar ist das so ein Kau. Also das kann das Kind kauen, wenn der Zähne bekommt. Was ich richtig gut finde, weil das trägt am Schnuffeltuch dran. Das könnt ihr dann hier irgendwo dran machen. Am Arm könnt ihr das auch dran machen beim Kind. Hier könnt ihr dann den Schnuller dran machen und das ist so ein weicher Teddystoff. Ich habe sowas ehrlich vorher noch nie gesehen. Und dasselbe haben die auch hier so als Halstuch, Halsband. Ich mache mal kurz das hier ab. Ich verlinke euch die Seite auf jeden Fall unten. Und ihr wisst, ich zeige euch nur Produkte, die ich auch selber wirklich benutze. Ja. Willst du eine Narbe? Ja. Warte, ich muss dir gleich noch was schön schälen, ne? Ja, dann steck deinen Arm nicht in die Mülltonne rein, Anne. Ich hab bestimmt. Schön. Genau, ich zeige euch nur Sachen, von denen ich auch selbst überzeugt bin. Hier ist jetzt so ein Dalmatiner drauf, voll das süße Muster. Dann könnt ihr das hinten zuknüpfen. Das hat auch 2 verschiedene Größen. Also, ne? So, hier steht Wendedreieckstuch mit Beißring, modisch, beruhigend, super saugfähig und hygienisch. Für alle zahnen Babys geeignet, lassen sie ihr Baby nie unbeaufsichtigt. Und der kann dann hier dran rumkauen. Finde ich auch voll die gute Idee. Ich habe sowas noch nie gesehen vorher. Also bei Dina kannte ich das nicht.
Und dann total lieb haben die uns auch noch diese Muslimtücher geschickt. Und ja, ich glaube, davon hat man nie genug. Ist das zum Stillen? Nee, oder? Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Ich dachte, weil die haben mir ein Paket zusammengestellt, ich dachte, das ist was, so ein Spucktuch oder so, ist es aber nicht. Und zwar ist das ein Tuch zum Stillen. Oder? Also kann man mehrmals benutzen. Ist auf jeden Fall aus einem Muslimstoff. Ist ja perfekt. Dann musst du nicht jedes Mal so ein Tuch mitnehmen. Und das kann man auch hier festmachen, sehe ich gerade. Moment, ich mache das mal kurz ab. Super. Und zwar ist das so ein Tuch. Und den kannst du dann hier zum Beispiel so festmachen. Oder so. Ja, und dann kind ist dann da drunter und kann schön nuckeln, ne? War auch richtig geile Idee. Echt. Ich dachte wirklich, das ist ein Spucktuch. Ich habe gar nicht auf die Verpackung geschaut. Auch eine super tolle Idee. Also, ich finde die Sachen toll. So, und was ist das? Ich packe das jetzt mit euch zusammen aus, ne? Also, ich habe das vorher noch nicht ausgepackt. Das ist jetzt, auch aus Muslim. Das ist eine Muslim-Collection. Am Anfang steht der Stoff auf 100%. Und wir geben Käse, Checky, Kompass, Zauber dazu und machen damit ihr Leben mit Baby ein bisschen einfacher. Ja, was ist das? Da ist auch so ein Kau-Ding dran. Das sind sogar. Ach so, okay. Das sind Dreieckstücher. So, und dann kann das Kind drauf rumkauen hier. Und Leute, das ist richtig stabil. Also ist nichts Weiches. Sehr schön. Und hier ist noch eins. Ach so, das ist ein Geschenkeset. Und was ist das? Ich glaube, das ist ein. Ach so, das machst du am Arm dran vom Kind. Oder wohin ihr wollt. Und dann hat er das die ganze Zeit. Weiß ich. Das würde ich jetzt auch einmal waschen. Und dann direkt in unser Zimmer packen, damit das unseren Geruch annimmt oder hier, ich schlafe damit. Auch sehr, sehr schön. Eine sehr gute Idee. Also da sind zwei Dreieckstücher dran, eins mit und eins ohne diesem Kauding. Und hier sieht man auch, die haben das am Arm befestigt vom Kind, also dran gemacht. Super schön. Die befestigbare Kuscheldecke, das kuschelweiße Spucktuch. Und der preisgekrönte Spucktuch mit Beißring. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Also ich würde raten, dass man das wirklich nur im in der Wickeltasche hat, lässt. Und hier ist das Katalog von denen. Die haben halt, ne, diese Spucktücher. In ganz vielen verschiedenen Variationen. Pink, blau, grün, lila, hast du nicht gesehen. Mit und ohne diesen Beißring. Und das für ältere Kinder. Das finde ich auch gut. Also, ne, bei manchen Kindern hält das ja länger an. Hier machst du den hoch. Hier kannst du den schneller dran machen. Oder hier. Genau, hier machst du den schneller dran, sehe ich gerade. Also hier. Also es gibt ganz viele verschiedene Muster. Dann sind das die Schnuffeltücher ohne diesen Beißdingens da. Oh Mann. Dann gibt es hier so ein Nilpferd, ist das, oder? Ein Wildpferd, Nilpferd. Dann gibt es das. Das ist dann so eine Decke. Ist auch sehr schön. Bestimmt schön kuschelig im Winter. Ja, also es gibt sehr tolle Sachen auf der Seite. Ihr könnt euch ja mal umschauen. Und das ist das, was sie mir geschickt haben. Dieses Stilltuch. Sehr, also ich bin echt. Jetzt kann ich zwei, drei Sachen wegkreuzen in meiner Einkaufsliste, weil ich wusste wirklich nicht, was die schicken.
Danke. Danke, ja, nee, wollen wir mich leider nehmen. Hey! Was machst du so hier? Eine Elche! Mhm. Das ist für Babys, ne? Ja, Baby ist da! Ja, Schatz. Dort! Ja, das ist zu klein für dich, ne? Da, warte! So, ihr Lieben, wir gehen jetzt kurz einkaufen. Ich habe mich umgezogen, ein bisschen frisch gemacht. Ehrlich gesagt, hatte jetzt nicht so Lust drauf. Aber dann ist kurz das Auto holen gegangen, weil wir halt voll viele Pakete abschicken müssen. Und der hat weit weggeparkt. Es ist kalt. Das sind so Gesten, ne, wo du weißt, dein Mann denkt an dich. Der hat jetzt Lina mitgenommen. Und ich werde jetzt die Kamera so lange aufladen, bis wir nach Hause kommen. Und noch gucken, was wir an Sachen brauchen. Ich habe jetzt Mülltüten, Kichererbsen, Tomaten, Blumenkohl, Brokkoli, Schlagsahne, Tortellini, Brot und Eier geschrieben. Aufgeschrieben. Ja. Ich bin voll außer Atem, wie man hören kann. Und gleich muss ich auf jeden Fall die Wäsche aufhängen. Oder ich mache das jetzt, bevor Lina nach Hause kommt. Also, weil die Wohnung ist eh arschkalt. Ich glaube, ich mache das jetzt kurz. Also bis gleich. So, ihr Lieben, wir waren gerade einkaufen. Moment. Was denn, Schatz? Das. Nein, das muss jetzt so stehen bleiben. Genau. Ich zeige euch mal kurz den Einkauf. Lina, das geht kaputt an dir. Dann darfst du aber nicht rumheulen, ne? Das, guck mal, du wirst nass. Lass das da bitte. Das gehört dir, Schatz. Nein, nein, mach's mal. Satschosi, Jack. Was heißt denn Satschosamas? Hätte gerne gesehen, was wir gekauft haben. Also wir waren bei Rewe und bei Kalada. Da sind wir ja immer, wenn wir in den Arkaden sind. Wir haben einmal für morgens Schokolädchen gekauft oder zwischendurch mal weggehen oder so. Ich denke mal, wir fahren dieses Wochenende ins Indoor-Spielplatz. Oder am Mittwoch, mal schauen, wann. Dann haben wir zweimal arabisches Brot mitgenommen. Ich drehe übrigens diese Foodhauls nicht mehr extra, weil sich das einfach nicht lohnt. Ich finde, in den Vlogs ist es dann, ne, ein bisschen abwechselnd. So, dann haben wir Milch gekauft, zweimal. Zweimal Milch. Milch. Dann einmal Tortellini mit viel Käse, das gibt es bei uns die Tage. Dann viermal Yum-Yum. Audrey und ich mögen Yum-Yum zwischendurch abends, wenn wir Hunger bekommen. Dann, ich weiß, ich darf das nicht essen, aber ich esse es. Bis jetzt ist auch nichts passiert. Also ich esse jetzt kein Sushi oder so, aber das, darauf, wenn ich darauf Lust habe. Und ich habe meine Frauenärztin gefragt. Und sie meinte zu mir, solange man vorher noch nie was hatte, ist es auch nicht so schlimm, wenn man schon was treibt. Sie meinte, ich habe auch alles in meiner Schwangerschaft gegessen. Da habe ich einmal Fisch und Dip geholt und meine Hebamme hat das auch gesagt. Deswegen könnt ihr euch eure Kommentare sparen. Und wisst ihr, wie ich das mache? Das schnibbel ich. Und dann kommt da das mit diesem Parmasalat vom Rewe. Super, super lecker. Das haben wir früher immer gegessen mit Audrey, wo wir gekellnert haben. Also wo ich gekellnert habe. Und dann ist hier eine Cocktailsoße drin. Die kommt auch noch mit rein. Und da kommt noch rohes Thunfisch rein. Aber das tun wir jetzt natürlich nicht rein. Und Mais kommt auch noch rein. Super leckerer Salat, wenn ihr Besuch bekommt. Eins reicht eigentlich, aber wir haben jetzt noch eins mitgenommen, weil es auch sehr gut schmeckt. Das ist genau derselbe Salat wie beim Kentucky, meinte er. So, ich mag den Salat von Kentucky nicht. Dann haben wir einmal Waschlappen. Das sind die Tüten für den Tortellini. Dann haben wir hier Tomaten. Schlagsahne. Nochmal Schlagsahne. Bitte. Ja. Und dann kommt einmal. Auge hat sich FS geholt. Mensch, du bist mal hier auf Seite. Dann, was bei uns nie fehlen darf, ein Sonnenblumenkerner. Leute, die schmecken so lecker. Das ist so mit mini kleinen Fruchtstückchen. Ja, du hast auch Lust drauf bekommen, ne? Das ist so ein Multifruchtgetränk, super lecker. Davon haben wir direkt drei Stück, glaube ich, mitgenommen. Dann Mülltüten, haben wir mal gebraucht. Ich habe ja aussortiert. Nein, nein, no. Ey, das ist, wenn das einmal runterfällt, ne, dann stinkt es hier. Und darauf habe ich echt keine Lust.
Dann einmal Kichererbsen. Ihr fragt mich immer, welche Bohnen und welche Kichererbsen ich benutze. Das ist immer diese Marke. Santat. Lina, du musst jetzt nicht jede einzelne Gurke rausholen. Und wir haben mit den Gurken ein bisschen übertrieben. Ich glaub, Papa, so ist es. Ja, das war was zu. Julia, komm. So, das war's. Ja. Dann haben wir einmal Blumenkohl, ganz gesund. Ich esse das lieber jetzt, bevor ich stille, weil dann darf ich das nicht mehr essen, leider. Obwohl, Berliner habe ich auch gegessen, aber ihr hat es auch nicht geschadet. Dann Joghurt. Das ist für dich, ne? Egal, ist nicht schlimm. Hauptsache, das nicht auf. Dann einmal Bananen. Lina hat momentan Bananen. Und ich auch morgens. Dann nochmal Hinsaft. Dann einmal, ich liebe diesen Fischkäse mit diesem Rand. Mögt ihr das auch? Lecker. Dann einmal Eisbergensalat. Gelobt. Dimmel. Wir haben echt nicht viel eingekauft, aber wir haben trotzdem 40 Euro bezahlt. Und einmal das. Und Lina hat sich noch diese Melonen gekauft bei Rewe, die fertig geschnitten. Willst du das noch essen? Nein. Nein? Dann tue ich das hier hin. Schatz. Nicht anfassen an dem. Wenn du das anfasst, dann drückst du das nach unten. Das ist nicht gut. Lass das so stehen und glaub mir, morgen wächst da schon was. Okay? Komm mal. So, die Wohnung ist immer noch arschkalt und wir haben eine Nebenkostenabrechnung bekommen von 877 Euro. Da frage ich mich. Letztes Jahr waren es 600 und jetzt auf einmal 900 Euro fast. Naja. Ich finde das so krass, wenn man privat in der Wohnung wohnt, also wenn man nicht in der Wohnungsgesellschaft wohnt, wie zum Beispiel die GAG. GAG kann ich nur empfehlen. Da kriegt meine Mutter zum Beispiel immer einen Monat geschenkt. Also sie kriegt ihre Miete zurück für einen Monat jedes Jahr und wir zahlen einfach unsere Miete, also noch eine Miete drauf. Das ist echt richtig asozial bei privaten Vermietern, echt. Deswegen, wenn ihr heiratet bald und in eine Wohnung zieht, tut mir einen Gefallen, Leute. Nicht privat, außer ihr findet keine. Das ist natürlich scheiße, ne? Aber privat kann ich wirklich nicht empfehlen. Wir hatten wirklich Glück mit dieser Wohnung. Damals. Weil unser damaliger Vermieter, wo wir mit Audel gewohnt haben, meinte, ihr müsst raus. Wegen, weil der Sohn da wohnen wird. Wir haben das natürlich nicht geglaubt, aber sie mussten dann halt raus, ne? Da kann man ja nichts machen. Aber natürlich wohnt der Sohn immer noch nicht da, komischerweise. Ich glaube, das Blumenkohl muss ich morgen machen, sonst wird es schlecht. Naja, es lohnt sich jetzt nicht, sich drüber aufzuregen. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich dieses Mal den Nachbarn fragen werde, wie viel die denn im Monat zahlen. Ob die auch so viel zahlen. Bei einer Zwei-Zimmer-Wohnung fast 900 Euro. Da will ich gar nicht wissen, was mit den 3-4-Zimmer-Wohnungen hier. Ja, irgendwie müssen wir Geld machen, ne? So. Naja, jetzt werde ich mich nicht aufregen. Ja. Also ich meinte auch zu Hause, wir haben diesen Monat gar kein Dingens hier. Die Heizung funktioniert nicht. Keine Ahnung. Ich weiß echt nicht, was die von uns wollen. Aber was man machen kann, ist zur Verbraucherzentrale und das mal abchecken lassen. Das wird bestimmt. So, ihr Lieben, ich würde vorschlagen, ich verabschiede mich jetzt, bearbeite den Vlog, damit der morgen auch online kann. Und wir kneten jetzt ein bisschen mit Nina. Wo ist mein Laptop? Ach da, ja. Und dann melden wir uns einfach übermorgen wieder, würde ich sagen, ne? Ich habe euch ja gesagt, dass ich jetzt regelmäßiger vloggen werde. Oh, weil die Geburt jetzt auch naht, habe ich halt mehr zu erzählen. Auch wegen den Sachen, die wir jetzt kaufen. Und wegen der Erstausstattung. Ich werde auf jeden Fall die Tage mal mit Audel zusammen zum... Jetzt war mein Speicher wieder weg. Leer. Genau, wir werden die Tage auf jeden Fall zu DM fahren. Und dann werde ich euch unseren Einkauf zeigen. Die unterste Schublade, da ist ja momentan nur Lias Spielzeug drin.
Das werde ich dann entleeren und da die Spucktücher, Pflegeartikel und alles Mögliche reinstecken. Ja, also Platz haben wir für die Kleinen auf jeden Fall. Und wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Ich bin jetzt 32 plus 2 heute. Sie wiegt 2 Kilo, habe ich das schon gesagt. Ich habe 4,2 insgesamt zugenommen und jetzt bin ich gespannt, wie es, wann es soweit ist. Ja, genau. Ich hoffe, es wird kein Kaiserschnitt, wie gesagt. Das ist mein größter Wunsch, weil davon halte ich nichts. Ich bin eher der Normalgebärer hier. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ihr Lieben. Und macht fleißig bei dem Gewinnspiel mit vom letzten Video. Ja, ich wünsche allen ganz viel Glück und bis zum nächsten Mal. Tschüss.